Kurz vorm Jahresende gebe ich dir hier nochmal einen Steuerspartipp mit, den du jetzt zeitnah umsetzen kannst, um nochmal 7.008 Euro für dich optimiert zu investieren. Schau dir Folgendes an. Es gibt Möglichkeiten in Deutschland, sich über den Einkommensteuerparagrafen 363 Einkommensteuergesetz, sich eine Altersvorsorge zusagen zu lassen, die über einen Versicherer abläuft. Und das Ganze hat folgenden Vorteil, ist relativ spannend, wenn man das wie folgt umsetzt, weil man sich hier wirklich ordentlich Steuer sparen kann. Guck mal, wir haben jetzt hier bei dir folgende Situation, du hast eine operative GmbH und eine OP GmbH, overpowered, die macht jetzt ihre Gewinne, Umsätze etc. Und jetzt hast du natürlich hier am Sonde normalerweise folgende Situation, hier am Ende des Tages kommt ein Gewinn, und der wird in der Regel hier mit 30% versteuert oder sowas. Ne? 15, 15, man kennt es, diese klassischen Rechnungen, das stimmt nicht genau, aber in etwa. Und jetzt ist es so, dass du dir als Geschäftsführer hieraus einen solchen Altersvorsorgevertrag, nämlich eine Altersvorsorge, eine Direktversicherung, ja, zusagen darfst. Das heißt also, das ganze Ding läuft da rein, in so eine Art Topf, ja, verzinst dich da und wird dir ausgeschüttet. Mit 62 kriegst du die Kohle hier komplett raus. Ja? Und das Ganze ist begrenzt auf 7.008 Euro jährlich. Es gibt nur zwei, drei Faktoren, auf die man achten muss, wenn man Geschäftsführer ist oder Gesellschaftergeschäftsführer ist, weil das Finanzamt guckt natürlich immer drauf, wenn Sachen die Steuerersparnisse hervorrufen, denn da muss man immer ein bisschen genauer gucken. Und zwar muss man schauen, dass man vorher, wenn man sich so ein Ding zusagt, ein Gesellschafterbeschluss existiert. Das heißt, also, man muss einen Gesellschafterbeschluss schreiben, der beinhaltet, hey, die Gesellschaft sagt dem Geschäftsführer im Zuge des Paragraphen 363 Einkommensteuergesetz einen solchen Altersvorsorgevertrag zu. Und wenn man das jetzt macht, wenn man jetzt kurz vorm Jahresende ist und sich diese vollen 7.008 Euro noch sichern möchte, macht man das in der Regel wie folgt, dass man dann einen solchen Vertrag abschließt. Und diesen Vertrag lässt man jetzt beginnen, wir gehen jetzt mal davon aus, 1.11. oder 1.12. mit einer monatlichen Zahlweise von 584 Euro. Warum 584 Euro? Weil das dieser Betrag durch 12 geteilt ist, dann kommt dir 584 Euro raus. Ja, feine Geschichte. So. Wenn man sich den jetzt setzt, diesen Vertrag, und vorher den Gesellschafterbeschluss gemacht hat, dass die Firma innerhalb des Jahres in voller Höhe den Gesellschafter-Geschäftsführern diesen Betrag zusagt, ja, diese 7.008 Euro, und man fängt jetzt aber erst im November oder Dezember an, diese monatlichen 584 Euro zu machen, dann fehlt einem ja noch ein bisschen was, um die vollen 7.008 Euro möglich zu machen. Und da kommen jetzt die Sonderzahlungen ins Spiel und die muss man sich eben auch in den Gesellschafterbeschluss schreiben, dass man da reinschreibt, hey, wir kümmern uns, also ich beispielsweise habe den jetzt hier im Dezember aufgesetzt, im Oktober setzt er diesen Gesellschafterbeschluss auf noch und sagt, hey, im Laufe des Jahres wird der Geschäftsführung in voller Höhe des Paragraph 363 Einkommensteuergesetz diese Zuzahlung möglich gemacht, mit Sonderzahlungen und Ähnlichem, ja, dann ist es so, dass ihr jetzt hier am 1.11. und am 1.12. ja in Summe irgendwie 584 oder eben da diese 1.160 Euro ermöglicht habt, ja. Und jetzt könnt ihr aber den Differenzbetrag, der hier dann noch aussteht, den könnt ihr mit einer Sonderzahlung ebenfalls in diesen Vertrag hier reinhauen. Das heißt, ihr macht dann eine Sonderzahlung zum Stichtag irgendwann im November oder Dezember und haut die komplette Kohle nochmal da rein. Und somit spart ihr euch von eurem Betriebsergebnis, weil es komplett als Betriebsausgabe abzugsfähig ist, sofern ihr eben die Gegebenheiten berücksichtigt, dass ihr einen Gesellschafterbeschluss braucht und keine Überversorgung beispielsweise stattfindet. Ja? Und dann habt ihr einfach die Möglichkeit, diese 7.008 Euro nochmal komplett abzugsfähig da reinzulegen. Und der schöne Vorteil dabei ist, das muss man natürlich sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man das jetzt macht, ne, und sich so ein Ding auszahlt, dann hat man halt, klar, 7.008 Euro weniger Liquid in seiner Firma. Logisch. Ne? Aber das sollte jetzt vor allem in unserer Bubble hier, Coaching Consulting, eigentlich kein Thema sein, denn 7.008 Euro im Jahr ist jetzt eigentlich nicht die Welt, ist einfach nicht viel Geld, ja? Das passt eigentlich. Und dadurch, wenn man sich das mal überlegt, vielerlei Hinsicht kann man dieses Geld dann vom Betriebsvermögen, ne, von betrieblichen Ausgaben, kann man das in sein Privatvermögen wandeln. Warum? Die Zusage, die man sich hier erteilt,
diese Zusage, die kann einfach ganz entspannt in ein ETF-Portfolio quasi laufen. Ja, das heißt, also wir investieren jetzt hier mal in ETFs und die zinsen sich auf über die Laufzeit. Das Kapital ist, das ist vielleicht das einzige Manko, gebunden, bis du in dein Renteneintrittsalter von 62 Jahren kommst. Aber dann kannst du dir das komplett auszahlen lassen. Komplett in die Privatvermögensseite. Ja? Und jetzt gehe mal davon aus, du hast dir irgendwie deine 6 bis 7% Return, die in einem wissenschaftlich aufgestellten Portfolio eigentlich realistisch sind. Ja, du hast natürlich auch ihre Kosten in so einer Lösung etc. ETFs haben Kosten, Versicherungsverträge haben Kosten etc. Lass uns mal 6 bis 7% einfach rechnen, ja, weil manchmal hast du auch 9%, wenn du optimierte Portfolien hast. Und wir gehen einfach jetzt mal von den 6 bis 7% aus. Da hast du bei so einem 40-Jahres-Horizont da irgendwann mal so eine Mio drin liegen. Roundabout. Und diese Mio, wir gehen jetzt mal richtig hart davon aus, dass sie zu 50% versteuert wird. Ja, wir gehen davon aus, dass die Regierung irgendwann gesagt hat, hey, 50% Einkommensteuer, das ist pauschal. Es gibt hier keine Progressionsstufe mehr, du musst 50% pauschal bezahlen. Dann hast du 500.000 Euro netto, die einfach so dir gehören. Ne? Die kannst du einfach rausknallen, schöne Geschichte und die Firma hat es bezahlt. Ist jetzt natürlich nicht, ey, ich bin reich und früh und bla, aber es ist einfach ein weiterer Baustein, wie man einfach aus der Firma Kohle scheffeln kann, Betriebsvermögen in Privatvermögen wandeln. Und am Ende zahlt deine Firma ja weniger, weil du hast ja irgendwann hier mal 40 mal, wenn jetzt mal so alt bist wie ich beispielsweise, ja, also 40 Jahre, die du da diese 7.800 Euro zahlst und am Ende kriegst du hier am Ende 500.000 Euro raus. Und das funktioniert jetzt halt eben zum Jahresende nochmal richtig, richtig nice, weil du dir quasi komplett diese 7.800 Euro nochmal einverleiben kannst. Ich mache das hier mal vielleicht mit einer anderen Farbe, weil dieses Rot ist schon sehr stechend. 7.800 Euro nochmal komplett abzugsfähig reinknallst, wenn man die richtigen Gegebenheiten berücksichtigt. Und wenn du jetzt dir denkst, ey, meine Steuerlast dieses Jahr, die wird jetzt nicht klein, ja, dann solltest du auf jeden Fall dich mit dieser Gegebenheit auseinandersetzen und das ganze Ding bei dir im Unternehmen ermöglichen. Und wenn dich interessiert, wie das Ganze funktioniert, dann weißt du, wo du es findest, unter www.vetter-consulting.de für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen dir dabei bei der richtigen Implikation. Wir gehen auch in die Kommunikation mit deinem Steuerberater und checken ab, dass das Ganze eben ordentlich implementiert wird, damit du am Ende des Tages auch tatsächlich diese Steuersparnis vorliegen hast und nicht irgendwelche Angst haben musst, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung oder sowas stattfindet. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, gute Umsätze und bis zum nächsten Video.